Quellen. Da oben. Okay. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Video zwischendurch sozusagen. Das ist heute ein SG-Video. Und zwar spielen wir auf der Map Downstream. Warum auf so einer Map? Das ist eine berechtigte Frage. Denn normalerweise spiele ich solche Maps nicht. Also ich kenne die Map eigentlich auch gar nicht. Aber ich darf mir jetzt nicht mehr aussuchen sozusagen, welche Maps ich spiele. Weil mein Premium-Aufkommen HD ausgelaufen ist. Deswegen könnte es auch in nächster Zeit problematisch werden mit Bad Wars. Aber da muss ich noch gucken. Ich werde mir wahrscheinlich eh wieder Premium aneignen. Das war ein guter Jump eigentlich. So. Ein Schwert und ein Hose, das ist schon mal schön. Ja, es gibt heute mal wieder einiges zum Reden. Zum Beispiel eine Diamantaxt. Und ja. zum Beispiel zum Punkt Aufnahmeprogramm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich mit Fraps so überhaupt nicht mehr klarkomme. Man kann das auch schon leicht bemerken, glaube ich, dass ich echt Probleme damit habe. Oh, Leute. Puh. Die FPS-Einbrüche machen mir auch richtig bei PvP zu schaffen. Und so geht das eigentlich an sich nicht mehr weiter. Oh, nein, ist natürlich besser. Was läuft in der Runde, Alter? Ich habe auch einiges schon erforscht. Und ich habe geguckt, ob es vielleicht Alternativen zu Fraps gibt. Da käme einmal die X-Story in Frage. Aber danach habe ich mir eher so gedacht, meh, weißt du. Dann oben Broadcast, da bin ich ja eh schon zum Stream. Das habe ich gerade eben lange, lange dran rumprobiert, ob ich das endlich mal gebacken bekomme, damit aufzunehmen. Aber da habe ich einfach viel mehr FPS-Einbrüche als mit Fraps. Und das ist einfach so krass gewesen. Fand ich richtig merkwürdig, um ehrlich zu sein. Weil alle meinen, da gibt es überhaupt keine FPS-Nachlass. Das lässt sich auch zu wünschen übrig, meiner Meinung nach. Wo ich gerade oben Broadcaster angeschnitten habe, könntet ihr mir ja mal reinschreiben, ob ihr mal wieder Lust auf Livestreams habt. Ich hatte früher fast jeden Tag Livestreams gemacht, dann hat es so gut wie gar keine mehr gegeben, als ich mit YouTube angefangen habe. Ja, Leute, ich habe tatsächlich früher mit Twitch angefangen als mit YouTube. Und auf jeden Fall würde ich gerne mal wieder Livestreams machen, aber kommt natürlich auch darauf an, ob ich da auch jemanden von euch erreichen könnte. Ja, das wäre nicht so geil, wenn ich da reinfalle. Ja, der Megaboss nimmt mich gerade in eine Party ein. Das ist jetzt aber gerade nicht so mega schmackhaft, weil ich gerade in der Runde bin. Ja. Ich hoffe jedenfalls, ich kann einiges in der Runde reißen. Hoffen wir mal, ich kann einiges in der Runde reißen. Ich habe ja schon recht nice Equip. Also fast volle Rüstung. Aber Boots habe ich leider keine. Dann nochmal, also das wäre jetzt der Punkt von dem Aufnahmeprogramm mehr gewesen. Falls ihr da irgendwelche Alternativen noch habt, schreibt es mir mal rein. Und ja, dann noch zum Punkt Alternativen. Nee, Alternativen war das nicht. Wie hieß das? Dingens. Oh, Junge, wie heißt es? Abwechslung, Abwechslung. Fing auch mit A an. Abwechslung auf meinem Kanal. Ich habe ja die letzten 5 Videos nur Bad Wars gebracht. Ja, das ist halt nicht so mega gut von der Abwechslung her. Hier wäre ich ganz am Anfang. Und das gefällt mir auch nicht so mega. Also Bad Wars ist so ein super tolles Projekt. Liebe ich einfach nur. Aber
Es gefällt mir halt nicht, dass nur Bad Wars, lol. Dass nur Bad Wars auf meinem Kanal kommt. Junge, was geht denn? So um die 20 FPS ist gar nicht. Der dürfte unter mir sein. Hier sind. Will ich jetzt gefällt werden? Da oben. Okay. Deswegen möchte ich auch ein paar Sachen weiter an dem Kanal bringen. Ja, Stan, da hast du recht. Beispielsweise möchte ich vielleicht in nächster Zeit mit Dropper 2 auf meinem Kanal anfangen. Oh, da habe ich ihm noch ein bisschen Damage gegeben. Ja, das kann ich theoretisch gar nicht. Ja gut, ich kann es verschwinden. Ja, JJ. JJ natürlich. Das wollte ich gerade sagen, ja. Ich wollte Dropper 2 anfangen, weil ich ja vor langer, langer Zeit Dropper 1 durchgespielt habe und ich finde Dropper 2 ist eine super geile Map. Die sollte ich mal zocken. Und das werde ich vermutlich auch in Zukunft, aber auch nicht alleine. Und bald wird wahrscheinlich auch ein neues Projekt starten, und zwar ein großes YouTuber-Projekt. Was man so eigentlich noch nicht gesehen hat. Ich werde es nicht organisieren, sondern ein anderer YouTuber wird es organisieren, aber so viel darf ich wahrscheinlich noch nicht verraten. Ich habe mich da noch kaum in Verbindung gesetzt mit dem. Also doch schon. Also er hat mir schon einiges gesagt. Also ist schon gut vorbereitet, aber wir bräuchten noch ein paar Mitspieler. Dann dürfte es auch in Kürze starten. Lol. Und dann würde ich sagen, das war jetzt meine Aufnahme, die war recht in Ordnung, meiner Meinung nach. Dann würde ich sagen, skype ich jetzt mit Megawurst und ciao.